So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mutant Year Zero Road to Eden. So, das wird jetzt ein kurzer Part. What were all these people doing? Running away, I think. Maybe the Red Plague hit their town and they needed to evacuate. Evacuating or stampeding over each other to be the first one out. Dumbass ancients. Das wird jetzt nur ein kurzer Part, nämlich der Tunnel ist jetzt nicht allzu lang. Okay. Da hinten leuchtet es. Ein Medikit, sehr gut. Dann haben wir 5 bei uns. Das ist auf jeden Fall gut. Und hier haben wir auch noch was liegen. Einmal Schrott, sehr gut. Sonst nichts da, okay. Da vorne leuchtet es grün. Da haben wir dann eine neue Ausrüstung. Oder vielleicht eine Waffe. Eins von beiden auf jeden Fall. You know the stalkers we captured, right? Right? They ran away. I lost them. You let your stalkers escape? The bubbleheads are gonna be mad at you. You better get them back. I can't. The boat took them across the river. And now the bubbleheads have the boat. But where's your boat? If you don't get those stalkers back, they'll shred your brain. So, ab und zu, wenn die da reden und das triggert, kann es sein, dass einer auf Patrouille geht. Deswegen höre ich mir das auch immer wieder an und warte. Wir gehen einmal darauf. Da geht schon einer auf Patrouille zum Beispiel. Der geht bis dann nach vorne. Das heißt, wir werden jetzt einmal Boom hier da verstecken. Der geht bis dann nach vorne. Okay, warte, jetzt den Schrott nehme ich noch mit. Du kannst dich hier verstecken. Der geht jetzt da nach rechts. Okay, wartet. Wir lassen die zwei jetzt einfach mal da stehen. Wir schauen uns da an, was da hinten gibt. Einen Molotow-Cocktail, sehr gut. Ja, Granaten sollte ich vielleicht auch wieder ausrüsten. Wäre auch nicht verkehrt, oder? 8-mal Schrott, sehr gut. Was haben wir hier? Eine Notiz, wer es lesen möchte. Ja, ja, es tut mir leid. Liebe Tina, naja, dann. Viel Spaß. Da oben steht auch noch einer. So, wir verstecken sie jetzt da einfach hier. Und wir beginnen den Hinterhalt. Mit der Ente, würde ich sagen. So, aktivieren. So, wenn ich dich da herstelle, hast du... Du hast 50% da nur. Das ist wenig. Das ist mir zu wenig. Wenn ich dich da herstelle, haben wir 75. Ob da hinten wer steht, weiß ich nicht. Das heißt, wir verlassen den Kampf. Er hat uns ja noch nicht gesehen. Das heißt, wir bringen die Ente auch noch weiter nach vorne. Wir müssen halt jetzt noch lautlos sein. Gut, wir verstecken uns jetzt einmal hier. Das Gute ist, wenn ihr versteckt seid, einfach den Charakter wechseln. Die KI ist so deppert. Auch wenn sie da jetzt da nach vorne geht, das sieht man jetzt da nicht. Und neben einem Charakter von uns steht, erkennt sie ihn nicht. Das ist gut, das heißt, er kommt jetzt da wieder auch retour. Irgendwann einmal. Wir warten jetzt da ganz kurz. Müssen wir nur aufpassen, nämlich da in dieser Richtung, nach oben, war ja auch noch einer. So, was ist jetzt mit ihm? Oder ist er schon wieder weg? Nein, der geht gerade. Okay. Auf jeden Fall brauchen wir Dax. Brauchen wir da unten auch noch. Jetzt könnte man den Hinterhalt machen. Ab geht's. Okay. 75. Das heißt, wir bringen ihn noch ein bisschen weiter nach vorne. Alarmiert neue Einheiten. Ja, ja. Aber erst wenn er dran ist. So, und da macht er jetzt da schon einmal ziemlich viel. Ja, das reicht. Schieß einfach normal auf ihn. Und er brennt sogar. Da hinten. Der da hinten hat uns aber nicht mitgekriegt. Das ist gut. Du hast auch 100%. Na dann, kill ihn. Perfekt. I am a warrior up in this bitch. So, nimm dir das mit. Das Schwein müssen wir noch aus der Deckung geben, damit es uns folgt.
So, hier glaube ich, war's das mit dem Loot. Jetzt versuchen wir den Typen da jetzt dann noch zu killen. Das glaube ich reicht, wenn wir sie alle da vorne positionieren. Das Schwein geben wir ihm daher. So, und hinter uns, also hier in dieser Richtung, da waren noch die anderen Feinde. Dax tun wir da vorne positionieren. Schnell draufdrücken, damit er versteckt bleibt. So, und es wird, glaube ich, auch wieder mal Zeit, dass ich speichere. Nämlich ab und zu stürzt das Teil gerne ab, wenn man in den Kampf geht. Haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Aber trotzdem, sicher ist sicher, oder? So, Hinterhalt. Wir versuchen den Typen da auszuschalten. Wie viel Prozent? 75. Das heißt, du gehst jetzt da nach vorne, bis du 100 hast. Sehr gut. Der hat uns jetzt natürlich erkannt. Ah, da ist wer. Schießen ihn einmal gepflegt ab. Das mit dem Brennen ist gut. Du hast auch 100. Also sie kann ziemlich weit schießen, wie man sieht. Das ist ziemlich geil. So. Das war's auch schon wieder. Simply beautiful. Got ourselves a way out, boys. I suggest we use it. So, dann nehmen wir mal seinen Loot mit da. Danke. Drei Waffenteile. Jetzt haben wir wieder 21. Hier würde es weitergehen. Man kann jetzt die Geschichte auch einfach weiterführen. Allerdings haben wir da hinten noch Gegner. Aha, da oben liegt auch was. Habe ich gerade gesehen. Achtmal Schrott. Okay. Kommt's mit? Das ist nur Feuer, das ist unnützlich. Sonst müssten wir da eigentlich alles haben. So, Dax macht ja von oben mehr Schaden. Er kriegt einen Bonus. Das heißt, wir werden die zwei da vorne positionieren. Einmal hier. So, Dax geht. Warte jetzt einmal, ich drücke mal auf L3, damit sie da stehen bleibt. Du kletterst darauf. Und gehst daher. Und du stellst dich. Kannst du da weiter vorne? Ja, das wird sogar gehen. Stellst dich da vorne einfach hin. So. Okay, jetzt haben wir einen Pyro-Typen, der wirft halt Molotow-Cocktails. Dann haben wir einen Medbot, der will halt dann wieder heilen natürlich. Und dann haben wir noch einen Jäger da. Also wir haben nur drei Gegner, Gott sei Dank. Der andere Kampf, der war ja ziemlich... Aber ja, wurscht. So, wir speichern. Ich will nicht, dass das Teil sich aufhängt. So. Okay, das passt. Und wir beginnen mit dem Hinterhalt. So, ich hoffe, Dax trifft da oben jemanden. Wir beginnen natürlich mal mit ihm. 75%. Wir könnten auch Granaten werfen, aber das ist jetzt da unnützlich. Auf den, der ist außer Reichweite, der auch. Also er kann nur auf ihn schießen und ich hoffe, dass er trifft. Sehr gut, er hat getroffen. Aha, aha, aha. Aber da wir jetzt eh schon wissen, dass wir hier sind, nehmen wir natürlich die schwere Waffe jetzt von ihr. Und sie hat kritischen Schaden gemacht. Nicht schlecht. Das kommt nicht alle Tage vor, dass das andere Charaktere auch können. So, und er hat 75%. Das ist jetzt da nicht sehr viel, aber er hat ziemlich viele HP-Punkte. Das heißt, ich könnte ihn weiter nach vorne bringen. Aber ich will ihn jetzt natürlich ausschalten, damit der Medbot ihn versucht, ihn wieder zu heilen. Damit der dann ausfällt für die Runde. Ich schieße einmal, ich probier's. Er trifft, Gott sei Dank. So, der Medbot rennt rein ins Feuer, aber der fängt leider Gottes kein Feuer, da er eine Maschine ist. Er schmilzt auch nicht oder sowas. Und der Jäger ist dran. Er stellt sich dann nach hinten, okay. Und er trifft. Gut, das stört mich jetzt da auch weniger. Wir machen weiter mit Bomir. Stell ihn daher und er trifft die Maschine zu 100%. Das ist gut. Gut, jetzt hat man gesehen, jetzt hat es leicht gehackt, aber keine Ahnung warum, aber es hat funktioniert. Gut. Deswegen speichere ich immer gerne. Manchmal haut es dich halt raus, deswegen sage ich das.
So, ab geht's. So, jetzt hat ihn sogar nach hinten gedrückt. Das heißt, er ist weggeflogen von der Leiche. Außer Reichweite wäre er und der andere auch. Das heißt, Dax müsste eigentlich weiter nach vorne rücken. Daher zum Beispiel. Mit ihr gehen wir jetzt eh vor. Er müsste halt dann noch nachladen. Wir bringen jetzt einmal Dax nach vorne. Damit es da auch involviert ist in das Geschehen. Und sie könnte man eigentlich da herstellen. Würde sogar treffen mit 100% den Medbot. Medbot. Ja. Mach mal. Sehr gut. So, jetzt sind die Gegner wieder dran. Er will weiter heilen. Und er rennt durchs Feuer und ja, nimmt jetzt pro Runde halt Schaden. So, Bomir, du machst jetzt da den Typen hinter dir fertig und ladest da mal nach. 100% natürlich. Ja, starkes Teil. So, du ladest da mal nach. Schauen wir mal, ob wir den da treffen zu 100%. Sehr gut, der ist außer Reichweite. Ja, keine Ahnung warum. Er müsste eigentlich nur nach vorne schießen, aber okay, gut, mir ist wurscht. Aber den trifft er zu 100%, deswegen schießen wir auf den. Zack. Und ich hoffe, sie kann ihn jetzt ausschalten, diesen Medbot. Das wäre super. Ja, wenn sie Crit macht. Also wenn sie einen kritischen Treffer macht, dann wäre er gleich weg. Aber verlasst euch nicht auf diese kritische Trefferquote. Seht ihr? Leider. Aber es waren auch nur 10%. Also was sind schon 10%? Ja, ja. Stört mich jetzt da auch weniger. Das stört mich jetzt weniger. Er wirft. Macht aber nur einen Schaden. Und jetzt kommt auch noch dieser scheiß Roboter dran, oder? Nein, der Roboter war ja schon dran. Okay, Moment. Machen wir weiter mit Selma. Selma tut jetzt einmal nachladen und vernichtet diesen scheiß Roboter. So. Dann machen wir weiter mit Dax, würde ich sagen. Der hat da auf jeden Fall eine 100%ige Chance. Würdest du ihn wegreißen? Achso, er hat keine Munition. Wartet einmal, dann tun wir die Waffe ändern. Den würde er mit 100% würde er ihn treffen, aber er würde ihn nicht kalt machen. Das heißt, wir nehmen das hier, dass er ihn ins Knie schießt und eine Runde ausfällt. So, der sollte jetzt eigentlich eine Runde ausfallen. Und du schießt auf ihn da. Sehr gut. Eigentlich sollte er eine Runde... Achso, vielleicht kann er sich nur nicht bewegen. Das könnte natürlich auch möglich sein. So, du schießt jetzt nochmal auf ihn und killst ihn jetzt bitte. So, okay. Selma ist dran. Keine Trefferquote hier. Was ist, wenn ich dich da herstelle? Auch nicht. Was ist, wenn ich dich da herstelle zu 75%? Gut, das heißt, ich lasse sie jetzt da... Nein, lasse ich nicht. Ich lasse sie nicht da. Ich gehe da weiter nach vorne, damit er das sieht. Die KI. Und ich gebe sie in den Overwatch. So. Bomir lade da mal nach. Und geht auch in den Overwatch-Modus. Er wirft wieder einen Cocktail. Ei. Und das auf meine Ente. Gut, die Ente ist jetzt weg. Das stört mich jetzt da allerdings nicht wirklich. Wir machen Hit and Run. Sprinten direkt vor ihn. Und ja. Das ist das Ergebnis. So, Runde ist beendet. Ente ist vollkommen wieder aufgeheilt. Somit ersparen wir uns auch das Medikit natürlich. Hier liegt eine Waffe drinnen. Sehr geil. Schauen wir uns dann gleich an. Hast du auch was fallen lassen? Nein, leider nicht. Hat der da hinten was fallen lassen? Moment, bevor wir da jetzt die Truhe öffnen, sammeln wir so Loot ein. Oh, was haben wir da? Zwei zusätzlichen kritischen Schaden, 30% Chance gegen Zurückwerfen. Okay, das ist das, was das Schwein auf seiner Schrotflinte hat, mit dem Zurückwerfen. Over here. Folgt's mir, bleibt's bei mir. Aha, 6-mal Schrott, sehr gut.
Ansonsten glaube ich, war's das. Ansonsten glaube ich, war's das. Ich glaube, das war's sonst. Hier in der Höhle. Ja, da hinten waren wir ja schon. Da hinten haben wir ja das Medikit gefunden, was ich weiß. Ja, das war's. Dann holen wir uns die Kiste. Und wir sind bei 15 Minuten. Ah, habe ich mal eh Zeit lassen. Sehr gut. What do we have here? Na, bin gespannt. Ah, ein Feldwechsler. Objekt annehmen, bitte. Das geben wir dann den Schwein, würde ich sagen, oder? Da haben wir nochmal Schrott, sehr gut. Sonst glaube ich, war es das jetzt wirklich hier. Gut, das sollte passen. Okay, wartet's. Wir rüsten ihn einmal. Also das hier ist zwar gut. Das macht zwar jetzt nicht so viel Schaden. Und der Crit ist auch ziemlich weit unten. Aber die kritische Trefferquote steigt um 10%. Die Reichweite ist auch ziemlich hoch. Warte jetzt mal. Ah, das ist eine Fernwaffe, ist das? Okay. Das könnte man, Dax, könnte man das geben. Statt dem hier geben wir ihm das hier. Das ist ja nicht so schlecht. Wir könnten das auch aufwerten. Also das ist ja so und so unnötig. Ja, ich glaube, das passt sogar. Helme haben wir ja leider nicht gefunden. Gut. Dax hat jetzt auch eine neue Waffe. Sehr gut. Und wir reisen zum nächsten Punkt. Und zwar hierauf. Schauen wir mal, ob noch irgendetwas kommt hier. Nö, gut, sie reden auch nicht miteinander. Das heißt, wir werden den Part jetzt da hier beenden. Könnten nochmal auf die Mutationen schauen. So, du hast 5 Punkte. Das tun wir jetzt gleich mal freischalten. Schaut cool aus. So, das ist auch... Ja, es ist gleich drinnen. Sehr, sehr gut. Schauen wir mal bei der Ente. Hat jetzt da 4 Punkte. Das ist ziemlich unnötig, finde ich. Ermöglicht dir es zu fliegen. Ja, okay, gut. Die Ente bekommt halt Flügel und kann irgendwo hinfliegen. Ist jetzt ja nicht so wirklich grandios, aber ja. Wir nehmen das hier. 2 Felder weiter marschieren. Das ist auf jeden Fall gut. Und was hat sie? Sie hat jetzt auch wieder 4 Punkte. Da würde ich auch ermöglicht eine... Achso, das ist auch das mit den Sprinten, das was der Schwein halt kann. Warte jetzt ganz kurz. Ja, das ist genau das gleiche. Hat aber nur 4 Punkte. Das heißt, wir könnten das einmal da erhöhen. Erhöht die Wurfweite. Okay, das ist das mit den Granatenwerfen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt da nicht wirklich awesome, aber ich möchte dann auch weiter auf das kommen. Das heißt, wir nehmen einmal das. Besser als nix. Gehen zurück ins Inventar. Gut, du hast 2 Sachen. Du hast auch 2 Sachen. Du hast nur eine Sache. Gehen wir dir noch einen Molotow-Cocktail. Und das passt, würde ich sagen. Jo. Komplett ausgerüstet. Hier geht's dann weiter. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.